meine Damen und Herren, willkommen in Altdienige. Morgens, Sonntagmorgens. Jetzt habe ich es geschafft hier auf die Strecke vom Berliner Mauerweg. Und ich habe sogar noch jemanden gefunden, der mit mir reist. Das ist der Max. Hi. Wohnt seit 5 Jahren in Berlin. Und wir wollen jetzt hier ein bisschen Spaß auf der Strecke haben. Berlin ist gerade noch relativ leer. Vom Brandenburger Tor war allerdings schon die große Arena aufgebaut. Heute Abend ist noch das erste Spiel von Deutschland. Das war wahrscheinlich, also ich werde es wahrscheinlich nicht angucken. Wirst du es sehen? Mal schauen. Mal sehen. Okay, mal gucken, wie wir vorankommen. Die Sonne lacht und jetzt können wir endlich mal Gas geben. Tschüssi. Der Sonne. Wir haben jetzt quasi die Hälfte geschafft vom Berliner Mauerweg. 160 Kilometer. Sind insgesamt 80 mal 6. Gerade sind wir über die Dings da, über den Wannsee gefahren, weil das macht man so angeblich. Also jedenfalls ging es da nicht anders. Also wir mussten einfach. Und jetzt sind wir wieder auf einem schönen Waldweg gelandet hier. Sehr abwechslungsreiche Strecke. Aber mit dem klassischen Rennrad eigentlich nicht zu fahren. Gut, dass Max. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja, Abfahrt, Abfahrt. Ja. Gut, dass Max so gut fahren hat, ich auch. Freunde, was war das? Das war zum einen der Berliner Mauerweg, das war Max, das war ziemlich anstrengend, denn es waren 160 Kilometer. Das war das letzte große Radtraining vor Rot, das war ein fremdes Fahrrad, das war eigentlich alles ziemlich verrückt. Um das mal kurz zusammenzufassen, das war noch Pflaumenmus vom Berliner Pfannkuchen. Ja, ich habe so ein bisschen, ne, wieder, also was, ne, wie gesagt, Lifecycle-Magazin. Und da, eigentlich hatte ich vorgesehen, eine richtig gute Abschlusstour mit dem Trilonrad zu machen. So 140 Kilometer, um auch mal wirklich länger auf dem Teil zu sitzen. Aber jetzt ging das terminlich nicht anders zu lösen, als diese Aktion mit dem Schindelauerrad und den Gramm-Taschen, Tourpacking. Jetzt durchzuziehen und deswegen muss ich das jetzt machen. Und ich hatte vorher große Angst, dass das irgendwie richtig in die Hose geht. Ja, also 160 Kilometer fährt man jetzt auch nicht jeden Tag über Stock und Stein zum Teil. Fremde Strecke, fremder Mitfahrer und natürlich vor allem fremdes Fahrrad. Das waren ziemlich große Herausforderungen, die mich doch vorher zittern ließen.
Aber im Nachhinein, also es lief einfach alles super, super genial. Also wir haben zwar eine Weile gebraucht. Ich glaube, ich war jetzt knapp 12 Stunden außer Haus. Wir haben ja am Brandenburger Tor begonnen und jetzt am Brandenburger Tor geendet und da war alles gesperrt. Heute ist WM, erstes Spiel. Und es war einfach alles super. Also ich hatte die Angst, war relativ schnell weg. Ich habe mich mit Max gut verstanden. Max sich auch mit mir, habe ich jedenfalls gesagt. Und wir hatten ziemlich Spaß zusammen. Die Strecke war zum Teil ziemlich kurios. Wir hatten lecker Essen, wir hatten super Streckenabschnitte, wir hatten freundliche Menschen. Wir hatten vor allen Dingen viel Spaß zusammen, glaube ich. Also es war einfach, mit wir meine ich die Strecke, Max, das Fahrrad, die Taschen und ich. Und deswegen war es einfach ein ziemlich erfolgreicher Tag für mich. Ich fühle mich jetzt sehr beseelt. Jetzt fehlt nur noch ein Berliner Pilsner, um die Berliner Aktion abzurunden. Das gibt es gleich für mich. Und Abendessen. Und dann beginnt jetzt das Tapering. Also ich weiß gar nicht genau, was ich da jetzt mache, aber ich trainiere einfach weniger und naja, das ist schon mal ziemlich wichtig für mich, dass ich jetzt nicht mehr so viel trainieren muss. Und ab heute sind es dann wirklich noch 2 Wochen. Zwei Wochen. Tapering. Jetzt heißt es nicht mehr krank werden. Also jetzt war noch so eine Frist, wo ich dachte, okay, wenn du jetzt mal krank wirst, das wäre okay. Aber jetzt wirklich, jetzt darf ich nicht mehr krank werden. Jetzt muss ich echt richtig Obacht geben. Huh, ich, wie gesagt, tapering. Ich muss duschen, ich muss Schluss machen. Ich sage euch danke fürs Zugucken und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tapering.